Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich habe den Holzzug hier runtergebracht und habe hier schon mal aufgeladen. Hier, die ganzen Balken, die sind für die Kohlemine, damit man da die Schienen verwerten können. Und nachdem ich ja hier nicht nur die Balken wegnehmen kann, sondern ich muss ja auch die da wegnehmen, damit hier wieder Balken produziert werden, dachte ich mir, mache ich hier 4 Wagen voll mit den Brettern und nutze das quasi als Brennholz für das Brennholzlager, bzw. das Depot, sage ich mal, Depot zu dem. Ich weiß, das ist Verschwendung, aber ich mache das jetzt erstmal so, damit ich hier wieder mehr Balken habe. Meine Idee ist, es ist schon echt gefährlich, dass der Zug schon so lange ist. Wir werden bei der Schmelzhütte vorbeifahren und werden da nochmal Schienen aufladen, so viel es halt noch geht. Weil da haben wir auch bald ein Limit, wenn wir das Roheisen abliefern, also ein bisschen wegtragen müssen. Aber für das haben wir noch keine Verwendung und ich will es auch nicht verschwenden. Also wenn wir da den Rest noch holen und dann drauf fahren, und das ist jetzt so eine Versorgungsfahrt. Und ich habe eine Umfrage gemacht, ich habe gesagt, ihr wollt das gerne sehen. Also nehme ich euch da mal mit, obwohl es nur ein bisschen rumfahren ist. Die Weiche ist richtig gelegt und ich glaube, die Lok sollte auch bereit sein. Ja, nicht ganz. Da können wir noch ein bisschen was reinlegen hier. Ja, machen wir es erstmal so. Nein, eine Sache habe ich vergessen. Kupplungen prüfen und bremsen. Denn ich dachte, ich hätte... Ja, da zum Beispiel. Von der letzten Episode, habt ihr gesehen, hatte ich ja so meine Probleme mit den Kupplungen, als ich den Zug raufbringen wollte. Ey, das war schlimm. Das sieht jetzt hier aber alles okay aus. Das Rauffahren ist bei der neuen Bergstrecke gar nicht mal so das Schwierige. Das Runterfahren finde ich noch viel schlimmer. Und wir müssen auf alle Fälle noch Anpassungen der Strecke machen. Weil da hat es ein paar Stellen, wo es mir hier die Wagen regelmäßig raushaut, wenn ich nicht aufpasse. Die hier hinten alle angezogen. Oh, scheint so. Na? Keiner macht einen Abflug? Sehr gut. Gut, dann sind wir bereit. Sicherheitshalber werde ich noch mal kurz speichern. Ich muss mich mal ganz kurz räuspern. Ich bitte zu entschuldigen. So. Passt. Schon mal ins Gas. Und dann geht's los. Also, wenn wir jetzt wieder über die alte Bergstrecke fahren. Da bin ich, abgesehen von dem einmal da, bei der Brücke, glaube ich, noch nicht entgleist. Wunderbar. Ich hoffe, das haut auch heute mit der Performance hin. Denn je länger der Zug ist, umso schlimmer wird es. Also wenn es mal ein bisschen ruckelt, tut es mir leid. Ich habe echt alles getan, um das ein bisschen besser hinzukriegen, aber das hat das Spiel. Bald haben wir dann auch gut genug, genügend Geld, dass wir uns die nächste Lok kaufen können. Und dann werde ich vermutlich noch ein paar Holzfahrten zur Erzmine machen. Und wenn die dann voll ist, will ich eigentlich noch die Schmelzhütte auffüllen mit dem Erz. Bis man halt auch noch Fahrten, und dann müssen wir eigentlich schon wieder weiterbauen, hier auf dem Flachland. Aber jetzt ist halt recht viel rumfahren erstmal, dass die Sachen aufgefüllt sind. Für mich eigentlich ganz okay. Ist eigentlich ganz gute Abwechslung. Erstmal viel lange bauen und dann ein bisschen fahren. So, ich bin mir nicht sicher, ob die Weiche davon... Naja, die ist falsch.
Ich habe da übrigens mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber ich gehe mal davon aus, ihr habt es gemerkt. Die letzte Episode, wo ich dem Bahnhof bzw. das Gleisvorfeld bei der Kohlemine gemacht habe, das ist alles nachvertont. Ich habe es aber versucht so zu vertonen, als würde es, als hätte es nicht nachvertont. So, jetzt ist das Geheimnis da. Bzw. gelüftet, falls ich es nicht gewusst habe. Die Frage ist, soll ich das so machen oder soll ich es mehr so kommentartechnisch machen, wie ich mache da das und dann kommt dann der Fehler etc. Ich bin mir nämlich selber nicht so sicher. Es ist tatsächlich ein bisschen mühsam, das im Nachhinein so zu vertonen oder nachzusprechen, als würde es halt jetzt gerade spielen. Weil eben normalerweise, wenn ich es für mich spiele, dann tue ich es einfach, also tue ich nicht quatschen. Jetzt tue ich jetzt gerade wirklich live kommentieren. Ich nehme es jetzt wirklich auf, weil das Nachvertonen, was sich herausgestellt, ist einfach viel anstrengender. Also da brauche ich fast einen halben, dreiviertel Tag für eine Folge, bis ich das nachgesprochen habe. Muss mal schauen, wann ich auch wieder mal streame. Also heute ist Dienstag, es ist gerade 6:30 in der Früh. Die nächsten Tage ist die Freundin wieder da. Ich freue mich. Und dann kommen Freunde. Also wird's. Freitag habe ich im Radio eine Show, also eventuell Samstagabend oder Sonntagabend gibt es dann mal wieder einen Stream. Aber da werden wir dann eher mehr fahren. Und die große Kurve hinten ausbauen, die will ich noch ein bisschen größer machen. Also da die große Abzeigung zu der dritten Bergstrecke hat, die Kurve meine ich. Da hat es noch ein paar unschöne Stellen drin. Und ich habe noch diesen Spot ganz am Anfang von der dritten Bergstrecke. Irgendwie hüpfen da bei einer Stelle die Wagen. Und ich weiß nicht wieso. Aber das wird sich dann eh erledigen, wenn ich die Kurve größer mache. Dann muss auch der Anfang neu gemacht werden. Und dann hoffe ich, ist der Spot dann auch erledigt. Weil da hat es mal, als ich den Zug hier runtergebracht habe, die Wagen halt mal wieder zerpflückt. Habe ich immer Festfreude, wenn das passiert. Du. Gute ist, so verbraucht man halt de facto kein Wasser. Oder fast keins. Hier hinten haben wir noch alles dran. Ah, ich hoffe wirklich, es kommt noch das Kabus, also der Dienstwagen, dass man den hinten ranmachen kann. Weil das ist dann für mich auch irgendwo so ein Signalgeber dann, dass halt wirklich noch alle Wagen da sind, weil sobald ich dann den Wagen halt nicht mehr sehe, weiß ich habe was verloren. Und ich habe schon mal was verloren und so kannst du es schlecht sagen, okay, sind jetzt wirklich noch alle da, weil manchmal lässt es einfach nicht gut zählen. Ein Trick hatte ich schon, und zwar, ich habe einfach den letzten Wagen nicht voll beladen, dann habe ich quasi da ein bisschen so ein optisches Ding gehabt, aber ist auch irgendwie uncool. Lok, muss ich schon sagen. Aber wir müssen mit der Eureka wieder mehr fahren. Also unser Lok Nummer 2. Die steht nach wie vor oben bei der Kohlemine und die soll da eigentlich gar nicht stehen. Die müssen wir wieder runterbringen. Ich wollte sie auch, als ich den Zug runtergebracht habe, mitnehmen. Und da bin ich mit der Lok an die Eureka rangefahren und ich konnte die nicht kuppeln. Das war echt schräg. Wir werden dann mal schauen, wie ich dann die Eureka bei dem Zug dann hinten einfach ranhänge, dass sie dann einfach hinten mitgeht. Das ist zwar ein bisschen ungeil, weil dann habe ich hinten noch richtig viel Gewicht drauf, aber ja, so würde ich es jetzt runterbringen. Oder ich bringe den Zug runter und lade halt selber wieder hoch und fahre dann mit der Lok runter. Das geht auch. Mal gucken. Ich mache es mir halt schwer da, wenn der Zug halt immer länger wird. Wenn das jetzt so machen, dass wir kurz, also es steht ja noch 4 Wagen unten, dass wir kurz vor denen stehen bleiben, werden die erstmal aufladen und dann fahren wir mit den 4 Wagen an den großen Verband da dann. Das sollte eigentlich recht gut gehen.
draußen noch mal ein bisschen Holz in der Büchse. Dass sie uns nicht wieder kalt wird. Also ein paar Bäume, glaube ich, sind versetzt worden. Also ich kann es mir auch einbilden, aber ein paar Bäume sind einfach zu nah an der Strecke. Das wäre vielleicht auch noch so ein Task, dass wir mit der Lok mal solo die Strecke abfahren und mal ein paar Bäume fällen, die zu nah an der Strecke sind. Wie auch den hier. Wird schon gepflegt, unsere Strecke hier. So. Die Weichen sind richtig. Ja. Habe in der letzten Zeit auch nichts verändert. Ich schau mal da hinten aus. Ich denke, das stimmt noch. Okay. Da brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr bremsen. Muss aber hier so ein bisschen Gas geben. Ja, 100%. Ich muss mal echt mal ein paar alte Episoden anschauen, als wie ich dann hier so gefahren bin. Ich glaube, ich bilde mir das nicht ein, dass manche Bäume neu versetzt sind. Also gesetzt zu. Oder auch da auf den Schienen, das hätte ich doch niemals gemacht. Oder spawnen die wieder mit der Zeit? Das wäre ja fies. So nach dem Motto kannst du dann regelmäßig schauen, dass die Strecke frei ist. Andererseits wäre es eine interessante Spielmechanik. Okay, ich glaube, da vorne ist die Weiche falsch. Da werden wir jetzt mal... Ja, die ist falsch. Da müssen wir anhalten. Es ist jetzt aber auch ganz okay. Wir lassen unsere Wagen erstmal hier abkuppeln, die Handbremse anlegen und die keinen Abflug machen. Ich hoffe, das war jetzt schon nicht zu hart gebremst. Ne, ist aber okay. Ah, weil ich schon mal hier bin, du kommst weg. Und der da hinten auch. Okay, du auch. Und du auch. Okay. Ach, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Das könnte man vielleicht auch mal löschen. Oder wir machen ja Gleisvorfeld. Momentan habe ich jetzt keinen Nutzen in der Konfiguration, wie es jetzt dasteht. Genau. Na? Wir ziehen jetzt da vorbei. Dann können wir... Jetzt müssen wir mal schauen. Wie viel können wir denn jetzt aufladen? 40. Also 10, 20, 30. Das wären dann eh einmal die. Gut. Die schauen gut aus. Da werden wir an den Hauptverband wieder ankuppeln. Die sieht auch okay aus. Das jetzt zwar nicht okay ist, aber ich denke mal, es ist trotzdem okay. Und Bremse ist dran. Und die Weiche muss noch anders geleast werden. Ja, dann müssen wir hier mit dem Roheisen irgendwas anfangen. Erstmal. Aber jetzt kann man die 40 noch raufbringen. Und dann braucht man auch für die 40 Spalten noch. Also da wird uns auch nicht langweilig. Habe ich jetzt hier schon eine Kuppel? Ich glaube schon, ja. Okay, perfekt. Holz habe ich aber noch nicht nachgelegt. Das machen wir gerade. Und dann schnappen wir uns mal die Wagen.
glaube, ich werde es bereuen, dass ich jetzt so einen langen Zug mache. Es ist einfach meine Vorahnung. So. Einmal den hier. So. Was machst du da? Bei dir alles okay? Ja, okay. Das ist echt komisch. Den entweder die Lok oder die Wagen das ab und zu machen. Ist es jetzt? Ne, ein bisschen noch. So, die Handbremse lösen und da ist sie nicht, aber so wie ich mich kenne, ist sie hinten dran. Ja. Macht es wirklich, macht es vorne und hinten die Bremse mal ran und dann drückt es die ganze Kompression zusammen, damit die zwei Sachen hier zusammen sind. Da scheint es die Konfiguration so besser zu halten, wenn man ein Safe Game wieder lädt. Okay. Und dann fröhliches Aufladen. Ich denke mal, also ich zeige es euch mal, die Animation, bis beim Laden hier ist mit den Schienen, aber ich werde es unkommentiert beschleunigen. Das ist jetzt nicht gerade das Spannendste, wenn ich da die ganze Zeit die Kräne bediene. Wenn ihr aber auch das nicht wollt, ne? Wenn ihr sagt, no, ne, ich wollte es in voller Zeit sehen, müsstest du das mal sagen, dann gibt es halt keine Beschleunigungen. Okay, jetzt müssen wir nur noch schön sauber dahin fahren. Dann beginnt der Spaß. So soll es passen. Abstand ist ein bisschen groß, aber es geht. Ja. Das war's mit der Animation. Nicht sehr spannend. Okay. Also, ich werde es am nächsten Punkt beschleunigen und komme dann sprachlich wieder, wenn ich fertig bin hier. Also, bis später.
So, das war's. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier hinten ankuppeln. Und dann können wir eigentlich schon nach oben fahren. Das wird spaßig. Wobei, ich meine, die Bergstrecke ist eben sehr gut ausgebaut. Das ist eigentlich nur die erste große Kurve, die mir Sorgen macht. Und die eine Stelle, wo es mir jetzt schon ein paar Mal Sachen rausgeschmissen hat. Und dann wieder das runterfahren. Okay. Hoffentlich kriege ich jetzt das hier hin, ohne dass man da was rausschmeißt. Dann müssen wir nochmal Holz nachlegen. Das werden wir brauchen. Und wenn wir oben sind, werden wir auch mal das Wasser wieder auffüllen. Schön langsam da. Okay, ich glaube, das war's. Perfekt. Kein Kupplungsgeräusch. Warum nicht? Stimmt jetzt damit. Ach, wir haben hier zwei Ringe. Das ist jetzt blöd. Schade. Da bin ich jetzt so schön rangefahren. Okay. Schauen wir mal, ob das so schon reicht. So, ja. Und jetzt wieder sanft zurück. Hält besser, ne? Achso, wir könnten jetzt gerade mal hier mal einfeuern. Und zwar aufs Maximale. Ja, gut. Dass er die Kamera immer so nach unten macht. Nein, nach hinten bitte. Schön langsam. Ja, wir sind drauf. Sehr gut. Das ist jetzt ein langer, langer Zug. Oh mein Gott. Puh, ein bisschen nervös. Okay. Ich werde jetzt noch mal speichern. Nur für den Fall der Fälle. Und dann geht's nach oben. Ah, warte mal. Da sind ja noch die Handbremsen da angezogen. Ich glaube, ich habe es nur bei den ersten gemacht, oder? Ja. Achso, ja, zieht sich da zusammen. Okay. Also auch alles tutti. Da haben wir auch nichts mehr angezogen. Nee. Das ist was witzig wäre. So ein Lokomotiv-Wettziehen. Zwei Loks so mitten hintereinander. Und dann beide mal Gas geben und dann mal schauen, wer welche wegzieht. Also so Tauziehen mit Loks. Das könnte man mal machen. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn wir das mal aufsetzen sollten. Mensch, das Wichtigste vergessen. Ja, ich glaube, es kommt alles sauber mit.
Also jetzt werde ich recht langsam und vorsichtig fahren. Ich möchte den Verband nicht wieder aufgleisen müssen. Hier hätten wir ja Wasser. Ich, Heini. Vorsichtig bremsen. Oh, das hätte... Oh, das hätte fast gepasst. Okay. Langsam nach hinten, bitte. Okay. Nein, das passt nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Jetzt. Okay. Cool. Ist da noch alles dran? Ja. Okay, ich denke mal, das werde ich für euch auch mal beschleunigen, bis wir hier wieder voll sind. Wunderbar. Da sind wir ja hier voll. 6000 Liter. Lappi zu. Ist er zu? Wunderbar. Dann legen wir hier nochmal Holz nach. Ja. Los geht's. Schön vorsichtig. Möge der Spaß beginnen. Auch alle? Das sieht schon so aus. Ah, da bräuchte ich wirklich jemanden hinten, der da ein bisschen aufpasst. Und die Kunst ist es jetzt nicht, die Spannung zu verlieren auf den Kupplungen. Und nicht zu schnell zu werden. Das ist eine sehr enge Kurve. Oh, wie schaut es mit den Weichen aus? Ist okay. Oh, bitte entgleist nicht. Ist alles okay. Wird die Lok hier gleich mal arbeiten müssen. Es ist unnatürlich lang. Jetzt schon kämpfen. Ich sehe halt nichts mit den ganzen Bäumen. Das sind die anderen Loks, also die Lok Nummer 3 dafür besser, nachdem die nicht so schnell fahren können. Du bist halt ewig mit denen unterwegs. Aber das Entgleisungsrisiko ist einfach nicht so hoch.
vielleicht stelle ich das wirklich um. Das ist die Lok Nummer 3 und die Heiser, glaube ich, ist die andere. Jetzt kann man, also ich kann jetzt mal nicht nachschauen, dass es die Bergloks wären und die großen hier eher so im Flachland bleiben. Bis jetzt sieht es okay aus. Ja, da müssen wir echt mal mit den Bäumen was machen. Ich glaube, die Brücke werden wir doch mal abreißen. Die ist hässlich. Na? Zur Hälfte im Gas drin, ey. Also Regler offen so. Das wird gleich spannend, weil da müssen wir anhalten, weil die Weiche ist da garantiert falsch. Und dann wieder sauber anfahren. Selber stehen? Nee, ich glaub's nicht. Bremsen. Bin vorsichtig. Ich glaube, wir haben noch nichts verloren. Falsche Seite. So, bevor ich jetzt weiterfahre, werde ich das mal kontrollieren. Alles okay hier. Da auch. Und das sieht auch richtig aus. Wobei, jetzt schaue ich mal die hinterste Kupplung an. Ob ich da Überreste habe. Ich habe die Wagen nicht gezählt, als ich losgefahren bin. Hätte ich vielleicht mal tun sollen. Oder halt nummerieren, das wird ja auch gehen. Da ist mir doch glatt der Wecker abgegangen. Okay, sehr gut. Dann fahren wir mal. Das Anfahren wird jetzt spaßig. Wobei, ich muss mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Währenddessen schon mal speichern. Komm gleich weiter. Für euch soll es dann in wenigen Sekunden weitergehen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Geht gerade schon weiter. Ich werde aber ein bisschen Gas geben. Bremse lösen. Und dann hoffen, dass uns hier nichts rausspringt. Anfahren ist immer so was Kritisches. Ich glaube, ich werde dir mal ein bisschen Leistung wegnehmen. Ach, da hinten, da ist das Ende. Aber ich sehe nichts wegrollen. Jetzt ganz draußen? Ja, jetzt so. Hier ist die nächste Challenge, da geht es gerade wieder steil nach oben. Ich will die Bäume hier auch nicht alle weg haben, nur damit ich für solche Fahrten mehr sehe. Ich habe es eigentlich schon ganz gern grün hier.
noch ein bisschen mehr Leistung brauchen. Auch wenn mir die Geschwindigkeit ganz gut gefällt. Aber wir werden ein bisschen langsamer. Ja, spätestens wenn wir dann oben auf der Geraden sind, sehen wir dann, ob alles mitkommen ist. Dann schon wieder langsamer. 60. Dass die jetzt nicht durchdreht hier. Das ist jetzt das schlimmste Stück. Also man kann schneller fahren hier auf dem Abschnitt. Das habe ich mit weniger Wagen schon gemacht. Aber ich habe jetzt einfach so Schiss, dass man was raushaut. Naja, ich denke, das ist okay bis jetzt. Sich überlegen, ob man dann eine Strecke hinkriegt da beim Wasserfall, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wo wir da runterfahren sollten. Das war eine Fleißaufgabe. Also, außer es hat jemand von euch schon mal gebaut. Oh, ich bin zu schnell. Dann schreibt es mir doch, wo man dann da runterkommt oder rauffahren muss, besser gesagt. So, eben die Kurve hier, die will ich viel weiter nach außen ziehen. Dann kann man hier noch ein Dreieck machen und die Kurve allgemein schöner machen. Mit der bin ich nicht zufrieden. Gerade da ist es ungeil. Schau, dass es keine Quicksave-Funktion gibt. Schauen, dass wir ja nicht zu schnell werden. Hier schön auf die Gerade reinkommen und genau entweder hier oder im nächsten Abschnitt ist irgendwas drin, was dem Wagen gar nicht gefällt. Also als ich runtergefahren bin, bin ich hier im Gleis. Beziehungsweise der hintere Teil. Der vordere Teil ist noch mitgekommen. Vielleicht sehen wir es ja auch gerade, wenn die Lok hüpft. Na, ja, ein bisschen mehr Schmack ist. Keine Sorge, wir fahren gleich mal ein bisschen schneller. Aber bei diesen zwei Stellen, also nach der Kurve da, bin ich dann ein bisschen entspannter. Sehr gut.
Ja, so jetzt mit 70% Leistung. Ich weiß es eigentlich. Bei der Dampflok jetzt nicht so, aber hier, je weiter du den Steuerregler nach unten machst, umso weniger Leistung hast du. Das ist da ganz praktisch zum Dosieren. Auf 100 zieht sie mir teilweise einfach viel zu stark. Das könnte man eigentlich auch mal schöner machen hier. Wo wir da. Okay. Das sieht so aus, als wäre noch alles da. Wenn man das da noch alles über die Kurve kommt und dann wird es entspannter. Hoffe ich. Aber wir müssen dann bei der Holz nachlegen. Auf einer Geraden wieder stehen bleiben. Okay, ich glaube, jetzt sind wir weitestgehend safe. Ja, sehr gut. Jetzt ist auch die Strecke entspannter. Da auf der Geraden bleiben wir jetzt hier mal stehen. Ich sollte uns mal besser zahlen für das, was wir da für die Mine machen. Ey. Schon eine Challenge. Ah, ich sehe gerade. Die FPS haben gerade eine echte Freude hier. Okay, jetzt sind wir hier gerade. Wollen wir hier mal stehen bleiben. War ich eigentlich immer bei 30 FPS, jetzt bin ich bei 26. Man muss natürlich mit solchen Zügen weniger oft fahren. Aber ich glaube, für die Leistung und auch für den Fahrspaß werden wir vielleicht eher mit kleineren Verbänden fahren. So 18 Wagen maximal. Natürlich nicht schön, wenn es dann hier wieder so stockt. Okay. Der muss auch mal weg. Ja, nicht so schnell werden hier. Wow, also von 30 und mehr FPS kann ich jetzt echt nur träumen. Und das mit einer RTX 3070 und topmodernen Rechner.
indem ich also auf dieses Teamauslast schaue, passiert einfach nichts. Ist halt noch nicht optimiert, das Spiel. Also als YouTuber oder beziehungsweise im Twitch-Livestream, wenn man das Streamer ist, ist das halt kacke. Jetzt sind wir halt aber 30 FPS. Und du kannst auch die Grafik runterdrehen, die Lags hast du trotzdem. Haben wir da was verloren? Oder sieht das jetzt nur so aus? Ne, ich glaube, das sieht jetzt nur so aus. Die Wagen werden einfach immer kleiner da hinten. Ist jetzt natürlich von Vorteil, dass ich die Strecke relativ sauber gebaut habe. Also abgesehen unten von der Abzweigung bin ich auf dem oberen, also ganz oben und also zwischen ganz oben und der Abzweigung noch nicht entgleist. Ich glaube, ich werde auch bei der gerade noch mal stehen bleiben und zu weit nachfeuern. Sobald wir hier wieder gerade sind. Okay. Einmal bremsen. So, und wenn wir gerade daneben stehen, ist weg. Gut, dann weiter geht's. Schön vorsichtig. Okay. Ich bin so angespannt. Ich schaue mal jetzt gerade nebenbei, also nicht jetzt gerade nebenbei, aber so grundsätzlich auf YouTube gerade von Gronkh das Let's Play von Fallout 4 an. Ich habe es zwar selber schon mal gespielt, aber es ist jetzt schon recht lang her. Und die Story ist ja doch recht cool. Dann schauen wir wieder das Let's Play an. Ah, es ist schon ein cooles Spiel. Also Fallout 4 werde ich jetzt nicht selber noch mehr spielen, wenn ich gerade ein Let's Play angucke. Aber eventuell Fallout 3. Also eher so für mich, werde das jetzt nicht aufnehmen. Aber es werden demnächst mal wieder Train Sim World bzw. TS2022 Videos kommen. Mal schauen, was ich mir da noch anschaue. Ich würde gerne in der Schweiz fahren. Vielleicht in Gotthard. Ich glaube, was Historisches machen mit der Krokodil. Aber die Schweizer Krokodil hat irgendwas mit dem Ton. Der ist irgendwie nicht so viel. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ist bei der österreichischen Krokodil im Spiel besser.
die ich in echt auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Also eine steht irgendwie, glaube ich, recht kaputt in Ampfelwang. Und die andere, die angeblich betriebsfähig ist, von der sieht man so gut wie keine Bilder. Ein bisschen schade, dass sie das so verkommen lassen. So, allzu weit ist es ja nicht mehr. Ich hoffe, ich habe oben die Weichen richten. Ja, wobei, wenn nicht, dann fahre ich vermutlich auf die Ausweiche und dann können wir in die Schleife reinfahren. Wenn die mal lang genug ist für das Ganze hier. Ich will nämlich nicht in der Kurve stehen bleiben, wo es mir zum ersten Mal schon entgleist hat. Weil da bin ich auch angefahren. Und dann haben die Wagen gesagt, ja nö. Strecke. Bin vor allem von den Kurven begeistert. Dass die so sauber sind. So kriegt man halt die Stunden im Spiel, ne? Also, so eine Fahrt dauert schon recht lange. Inklusive Beladen und Entladen dann. So, da geht's jetzt gerade bergab. Ich glaube, da können wir vermutlich rollen lassen. Da ist noch mehr Hilfe. Könnte ich auch mal wegtun. Wow. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Sollten wir jetzt Wagen verlieren, dürfen die nicht weiter als wie bis zu der Brücke kommen, was da nach oben geht. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen schnell. Noch sauber. Sehr gut. Schön gleich schnell bleiben. Da kommen jetzt noch die schlimmsten Kurven zum Schluss. Oh, da geht's aber steil nach unten. Hier möchte ich nicht hingleisen. Fetter Zug.
könnten jetzt aber echt das Problem haben, dass die Schleife zu klein ist. Das werden wir gleich sehen. Ja, vom Holz in der Kammer sollte es noch ausgehen, bis wir oben sind. Ja gut. Wenn ich mir jetzt das mit der Kurve so anschaue. Oh, das wird eng. Mit oben. Ja, die Schleife, glaube ich, muss ich größer machen. Sieht ziemlich danach aus. Da, ich wollte sie ja eh schöner machen. Wenn ich mir so die Züge anschaue, muss ich vermutlich das ganze Vorfeld noch mal ein bisschen verlängern. Das ist für 3-4 Wagen. Aber wenn ich so mit 8 plus 4 Wagen fahre, dann geht es oben ganz gut aus. Also 4 von den Stahl, 8 mal Holz. Das ist natürlich klar, dass dann ein paar Leute wilde Abkürzungen machen, damit sie nicht so lange fahren müssen. Also, Abkürzung Nummer 1 da über den Berg hier drüber. Also vom Sägewerk hier ein bisschen schneller. Muss man das nochmal anschauen. Rein von der Machbarkeit her. Was er lieber fahrt. So, die letzte Kurve. Muss nur noch alles mitkommen. Wir fahren nach rechts. Okay. Das ist gut. Okay. Kommt, liebe Wagen. Die letzten Meter. Ich hab's geschafft. Nice. Okay, dann ist das Schlimmste jetzt vorbei. Dann heißt es Happy Entladen hier. Okay, gut. Das sollte jetzt eigentlich relativ fix gehen. Na, kommen auch alle? Sehr gut. Haben wir da schon... Ne. Wie gesagt, das kommt ins Depot hinten rein. Also ein von denen noch. Dürfen sich die Wagen da hinten einfach nicht verabschieden. Sollen wir aber ein bisschen weiter vorziehen gerade. Möchte hier oben haben. Gut.
Das heißt, das müssen wir dann schauen, jetzt haben wir dann 46, oh klar, oh shit. Ich glaube, wir verschwinden da gerade ein bisschen. Gut, dann ein bisschen weiter vorziehen und dann, wenn wir die hier mal abkoppeln. Also wie gesagt, 50 von den Stämmen bräuchte man da nochmal. Also Balken, so. Ich weiß nicht, ob die Weiche hier richtig ist. Aber muss ja, sonst hätten sie uns ja schon rausgeschmissen. Wir fahren nach links. Das ist doch viel zu klein hier. Ich glaube, da werde ich hier so einen Schwenker machen. Ich werde es natürlich trotzdem erstmal probieren. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. So sieht man halt echt schlecht. Okay, bleiben wir mal stehen und schauen uns das mal an. Wir könnten auch die erstmal abkoppeln. Naja, es geht. So, das sollte er noch nehmen. Sehr gut. Dann haben wir noch ein paar hier. Wir könnten... Wir machen das jetzt anders. Hier. Handbremse. Ich glaube, zwei ist zu wenig. Machen wir mal drei. Wir werden die jetzt mal wegbringen hier. Schauen wir, dass wir da die komplett rausziehen. Da müssen wir jetzt nicht mehr so aufpassen. Okay, wir können jetzt gerade noch ein bisschen Holz nachlegen. Mal eh gerade zweimal machen. So, dann die ganzen Weichen umlegen, damit wir zum unseren Depot da kommen. Sprich, ich glaube, das wäre einmal die hier. Genau. Das ist richtig, das ist auch richtig, aber da müssen wir noch geradeaus. Und da einmal nach rechts rein. Gut. Dich können wir auch schon mal warm machen. Hier habe ich noch was vor. Ja, hat er genommen. Eine ganz feine Lecke, um da ein bisschen rumzurangieren. Ja, aber ich muss hier viel weiter rausfahren. Eine größere Kurve machen. Oder ich setze das jedes Mal um. Oder muss es in der Länge das ganze Feld länger machen. Ja, da brauche ich aber eine Drehscheibe. Das ist auch ungeil. Vor allem, die Lok mit Tender passt nicht auf die Drehscheibe drauf. Also man muss beides einzeln drehen. Das ist dämlich. Ich habe es nämlich ausprobiert.
so überlegt, glaube ich, mache mal ein eigenes Abstellgleis hier für den Kohlezug, damit ich hier das Parallelgleis hier habe für die Fahrten da. Die müssten eigentlich auf das Gleis hier passen. Das wird sehr eng. Und die Loks können dann hier rein. Oh, ich sollte mal aufpassen, ich bin ja schon da. Genau, die können dann auf das Gleis hier da rein. Beziehungsweise nur die Lok Nummer 3. Die Eureka soll eigentlich wieder nach unten. Okay, einmal entladen. Na? Nimmt ihr das jetzt? Ja. Ich weiß, Verschwendung. Aber ich wollte es jetzt erstmal so machen. So, dann die anderen Kollegen. Jetzt kommen. Aber da weiß ich, dass das jetzt auch vom Abstand her passt. So, sehr gut. Was sind die Lichter noch falsch? Ja, ist nicht gerade sehr effizient. Und einer noch. Hä? Hat jetzt noch was drauf lassen? Warum jetzt das? Entladen, danke. Okay, keine Ahnung. So, bleibe ich aber hier. Gut. Dann hätten wir hier erstmal einen Vorrat. Das ist ja eh schon vom Baum gekommen. Ah, ne, Baum. Vom Bauen. Dann fehlt jetzt nur noch das da. Okay. Soll ich. Ne, wir machen jetzt erstmal das folgende. Die kommt jetzt hier wieder zurück. Jetzt machen wir hier erstmal Platz. Reicht das schon? Ich will da hinten nicht andätschen. Echt minimal. Ich weiß gerade nicht, wie weit das Gleis noch geht. Wir werden jetzt mal hier das da umpacken. Sprich, später dann die Lok soll hier rein. Das ist richtig. Hier wollen wir raus. Das passt hier. Hier sind, ja, ich dachte ich mir schon. Hier würde ich eins nach rechts haben. Gut, dass du jetzt nicht angekoppelt bist, passt mir eigentlich ganz gut. Weil die muss ja weg. Die kann erstmal. Lass mir erstmal so, wie sie ist. Aber die Handbremse ziehe ich an, nur zur Sicherheit. Und dann ziehen wir die um.
Dann können wir das hier schon mal richtig legen. Und hier müssen wir raus. Dann sind wir mit der Nummer 3 heute auch schon mal gefahren. Ist doch was Nettes. So. Perfekt. Bremsen los, langsam anfahren und schauen, dass alles wegkommt. Das sieht sehr gut aus. Absolutes Hochgeschwindigkeitsmonster. Ja, dann haben wir in der Episode Fahrt und Rangieren. Macht doch auch mal Spaß. Ach nee, hier wollen wir ja nicht mehr rein. Jetzt bin ich mir gerade mal überlegen. Zur Sicherheit werde ich die gegenüberliegende Weiche so stellen, dass man theoretisch da wieder rausfahren kann. Weil wenn ich zu weit fahre, wird es mich allenfalls entgleisen. Jetzt sollte alles passen. Und dann schauen wir mal, ob die so reinpasst, wie ich mir das vorstelle. Einmal rückwärts bitte. Das wird echt knapp. Werden Sie mal. Oh, das ist sehr knapp. Hier müssen wir noch weiter rein, weiter rein, weiter rein. Ist noch nicht safe. Wie gesagt, so wäre es safe. Schauen wir mal hinten, aber ich glaube, das ist immer ein Wagen hier zu lang. Oder? Ja. Okay. Also werde ich das verlängern müssen. Oder die bleiben halt doch hier stehen. Gut, jetzt kein Problem. Ich muss dann hier mit den Kreuzungen weiterfahren und die erste Weiche weiter nach hinten verlegen. Dann wird es hier spaßig mit der Schleife da.
Gut, das sollte reichen. Gut, dann wird die nächste Episode sein, dass ich das hier ein bisschen vergrößere und die Schleife neu mache. Ne? So. So, wieder rückwärts. Schade. Hätte so ausgehen, als würde es ausgehen. Och nee, wisst ihr, was mir jetzt gerade einfällt? Wenn ich das verlängere, dann verschiebt sich auch das Depot hier hinten. Oh nö. Und das haben wir jetzt gerade beladen. Außer ich mache irgendwie Parallelgleis und fahre dann da so rein. Ah, da muss ich mir was überlegen. Oh, das ist jetzt ungeil. Gespannt, wie ich den Anschluss dann da mache. Ah. Shit. Ja, scheiße, fahren wir es dann doch nochmal neu. Okay. Oh, einen Timer schauen. Okay. Ist jetzt eh schon wieder zu lang. Also, ich werde es hier nochmal fertig entladen und überlege mir, wie ich das hier umbauen werde. Oder überhaupt. Oder ich das ja hinterher mit der Schleife mache. Ich überlege mir was. Und dann sehen wir uns spätestens in der nächsten Episode. Und ja, cool, dass ich da angekommen bin. Also, bis denn dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und einen Comment. Würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal.